Yo Leute, Hallöchen und herzlich willkommen zum ersten Part des Super Mario Makers. Ja, Leute, es ist soweit. Endlich kann das Projekt auch bei mir auf dem Kanal an den Start gehen. Erst kam die Capture Card, die ja durch das Spendenziel erreicht wurde und ich habe es angekündigt, dass dadurch auch Spiele wie Mario Maker nicht abwegig wären. Und jetzt ist es soweit, zwar eine Woche später als geplant, aber es ließ sich halt nicht anders einrichten. Wir können auch endlich mit dem Spiel loslegen, beziehungsweise ich kann endlich mit dem Spiel loslegen. Und ich hoffe natürlich, dass euch das Ganze gefallen wird. Und ja, der Super Mario Maker dürfte wohl den meisten Leuten bekannt sein, für die, die es nicht wissen. Was ich bezweifle, aber ich werde es trotzdem mal kurz sagen. Fasse ich kurz zusammen. Und zwar kann man in diesem Spiel zwei grundlegende Dinge machen. Nämlich, man kann Level bauen und man kann sie spielen. Und zwar umfasst dieses Spiel die vier Bereiche, beziehungsweise die vier Spiele. Super Mario Bros., Mario Bros. 3, Super Mario World und New Super Mario Bros. U. So, wir werden natürlich hier ein paar Spiele spielen. Und zwar gehen wir jetzt hier auf Level aus aller Welt. Ich habe auch bereits schon ein Level gemacht. Vielleicht werde ich das in der Beschreibung oder so verlinken. Das ist ein ziemlich einfaches Level. Könnt ihr euch auf jeden Fall dann mal so angucken. So, ich habe Mitteilung bekommen, die schaue ich mir dann aber später an. Denn ihr seid für was ganz anderes da. Und zwar spielen wir die 100 Mario-Herausforderung. In dieser Challenge werden wir dann nämlich, wir werden mal mit leicht anfangen. Werden wir 8 Level von anderen Usern spielen, die halt Level erstellt haben und die hochgeladen haben. Und wir haben 100 Leben, um das Ganze zu schaffen. Das ist, wie gesagt, auf diesem Schwierigkeitsgrad noch relativ leicht. Aber die meisten Leute von euch kennen ja vermutlich mein Mario-Skill aus verschiedenen Streams. Und ja, deswegen fangen wir hier auch mit leicht an. Allerdings werde ich ein neues Spiel machen, denn ich habe gerade mal testweise das Ganze ausprobiert. Ja, probieren wir es einfach mal aus. Prinzessin Peach wurde entführt. Oh nein, was für ein Plot-Twist. Herrlich. Gut. Würde ich sagen, Level 1. Und ich bin gespannt, was uns erwartet. Direkt von einem Japaner. Ein RPG-Level. Und wir bekommen New... Oh nein, Autoscroll-Level in New Super Mario Bros. U. Großartig. Sollte ich die Melodie kennen? Aber da war ein Checkpoint. Immerhin. Leute, denkt daran, Checkpoint zu setzen. Sollte ich die Melodie kennen? Die ist mir nicht ganz bekannt. Ich hätte nur... Wow, wie soll ich denn da jetzt... Hallo? Wie soll ich denn da durchkommen? Oh Gott. Komm, ja? So komme ich da durch. Okay. Okay. Ich weiß... Sollte ich die Melodie kennen? Das war bis jetzt halt nicht viel von dem Level, ne? Ja, One-Ups, die wir nicht brauchen. Aber bis jetzt haben wir nur Musik gehört. Hey, wo muss ich denn lang? Oh ne, jetzt bin ich wieder hier. Was soll ich denn machen? Warte mal. Das ist aber auch blöd, wenn ich jetzt hier groß bin. Da war halt der Checkpoint, ne? Irgendwo. Ich will jetzt auch nicht unbedingt nach versteckten Blöcken suchen, weil ich will ja auch hier wieder raus. Also da war der Checkpoint, ne? Den kann ich von hier aus sehen, aber... Hä? Kannst du wieder zurückgehen? Das macht nämlich alles keinen Sinn. Nee, hier geht's nicht weiter. Weil hier ist auch nichts. Stell ich mich so doof an oder seht ihr es auch nicht? Vermutlich erstes. Aber gibt's irgendwelche Spielmechaniken, die ich kennen sollte, aber nicht kenne? Das hier sieht eigentlich so aus, als ob es irgendwo lang geht. Ups, das wollte ich nicht. Wie soll das vonstatten gehen? Sieht hier eigentlich in der Ecke so aus, als würde es da lang gehen, aber komme ich da nicht rein, so.
bin nicht so doof. Ich weiß es. Keine Ahnung. Oh, da ist das Ziel. Ich musste da nur so richtig doof rein. Wow. Ah, großartig, wenn wir direkt so ein Level zu Anfang bekommen. Aber so sehen leider... Ja, so nicht. Aber es gibt eine Menge nicht schöner Level in dem Spiel leider. Aber ich denke mal, gerade bei leicht werden wir vielleicht eine Menge davon finden. Ich weiß es nicht. Ich habe bis jetzt nur Videos davon gesehen. Bowser Jr. Höllenschloss. Von Dardigio aus der Schweiz. Das macht mir schon mal Mut, wenn ich das so höre. Aber wir kriegen Mario Bros. 3. Ist interessant. Und direkt eine Feuerblume, sehr großzügig. Habe ich tatsächlich, glaube ich, nie wirklich gespielt. Wollte ich damals immer spielen, habe ich aber nie. Die anderen drei habe ich, glaube ich, alle schon mal gespielt. Aber nicht Mario Bros. 3. Okay, also mit den ganzen Sternen ist das sehr human. Und, ups, über das Ziel gesprungen. Aber wir haben es geschafft. Sehr schön. Gegen Bowser Jr. War gar kein Problem, großartig. Aber, ja, Das war halt... Wenn man vielleicht die Mobs vielleicht ein bisschen solider, sagen wir mal, sinnvoller platziert hätte und dann vielleicht weniger Sterne, dann würde ich einen Stern geben. Dann wäre es ein Level gewesen. Aber so, ich weiß nicht. Das war halt durchrushen, ne? Aber wir spielen halt in diesem Part, das ist so die Pilotfolge, das spielen wir halt erstmal auf leicht. Ich muss mich auch erstmal in das Spiel so ein bisschen reinfinden. Ich habe das heute erst gekauft und habe eigentlich bis jetzt kaum gespielt, nur noch ein Level gemacht und so. Naja, wir schauen mal, ne? Ich bin allgemein mal gespannt, wie das ganze Projekt bei euch ankommt. Und ja, so, Super Mario Bros. U spiele ich tatsächlich wirklich gerne. Ach, wir kriegen so Geisterschloss, ne? Da machen wir schon Sorgen. Aber spiele ich tatsächlich ziemlich gerne, also New Super Mario Bros. U. Das erste Level, das ich gebaut habe, kommt auch da raus. Und ich würde sagen, an zweiter Stelle würde dann auch schon direkt Mario World kommen. Ja, doch, würde ich so sagen. Darum geht es nicht lang, da will mich immer nur trollen. Da sind Blöcke. Oh, unsichtbare Blöcke. Kriegen wir irgendwo einen Pilz oh, die sind doof gesetzt. Kriegen wir irgendwo... Ja. Nein, wollte nur den Pilz haben, danke. Da komme ich durch. Da komme ich durch. Gut. Richtiger Weg? Oh, oh Gott, Kamek. Geh weg. Oh, war das ein Fehler? Nein, da ist das Ziel. Sehr gut. Dann haben wir dieses Geisterschloss auch mal geschafft. Nice. Sehr gut. Ich bin allgemein froh, dass ich wieder ein bisschen Super Mario auf meinen Kanal bringen kann. Das letzte Projekt war, glaube ich, das abgebrochene Mario World Let's Play. Das wollte ich als Stream weiterspielen, habe es aber auch da nicht gemacht. Yeah. Und ich bin ganz froh darüber, dass ich euch jetzt hier Mario Maker bringen kann. Es ist ja, denke ich, auch eine schöne Abwechslung und halt auch wirklich ein Mario-Titel, der zurzeit ja schwer begehrt ist. Und jetzt haben wir hier Super Mario World. Wenn wir jetzt in diesem Part noch das klassische Mario Bros. Kriegen würden, ne? Boah, wäre perfekt. Oh, wir müssen den Yoshi schon direkt zurücklassen. Das ist traurig. Ich habe das Gefühl, Mario World Level sind alle so auf Rätseln aus. Kann das sein? Den Eindruck habe ich nämlich. Von dem, was ich bis jetzt so gesehen habe. Oh Gott, nur auf den Yoshi, danke. Der Yoshi kann die doch wegsnacken, oder? Kann er nicht. Ich habe, wie gesagt, also ich kenne mich mit den Spielmechaniken nicht so gut aus in dem Spiel. Ich glaube, was ich davon wirklich am meisten gespielt habe, war... Mario World ist auch schon so lange her. Ich glaube, Mario Bros. 1 habe ich echt... Ich glaube, ja, das war das Intensivste. Kann ich da einfach durchrennen? Würde das gehen? Das wäre ziemlich tricky. Aber eine gute Idee. Nee. Oh. Ja, komm, da kann ich nicht durchrennen. Wie mache ich das? Also, ich bin mir sicher, dass viele Mario Pros enttäuscht sind und alle sich denken, boah, Tim, oh, Alter, Tim, oh, macht, nein, das muss man so machen. Und, oh, das wollte ich nicht. Ja, aber ich bin halt wirklich echt schlecht im Mario-Spielen. Aber ich hoffe auch, dass sich das mit dem Mario Maker vielleicht so ein kleines bisschen ändert. Komme ich da oben lang oder komme ich oben? Komme ich auch nicht lang. Warte, kann ich da unten die Feder wegsnacken? Würde das vielleicht funktionieren? Na komm. Tatsächlich. Ist die Frage, wie benutze ich die hier richtig? Ah, okay, so. Nevermind. Okay, so kann ich fliegen, aber... Bringt mir das doch was, ist die Frage. Oder brauche ich das nur zum Durchrushen oder so? Schwierig, schwierig. Also oben drüber komme ich schon mal nicht. Soll ich versuchen, da einfach...
Ich komme da nicht durch. Es geht nicht. Was mache ich mit der Feder? Wie viele Leute haben das Level gespielt? Einer. Hm, großartig. Aber das Gute ist ja, die Level müssen ja... Also bevor man so ein Level hochladen kann, muss man es selber schon mal geschafft haben. Das bedeutet, es sind keine unschaffbaren Level im Mario Maker vorhanden. Die Frage, die ich mir jetzt noch stelle, ist, wie komme ich da hoch? Beziehungsweise, wie komme ich überhaupt weiter? Warte mal. Wer von euch spielt Super Mario, um zu rätseln? Das würde mich mal interessieren. Ich tue es nämlich nicht. Ich tue es garantiert nicht und ich werde mir ganz kurz hier... Ah, mein PC, so. Nehmt schon wieder 11 Minuten auf. Holy shit. So, gib her. Nein, was ist passiert? Kann ich das irgendwie durchwerfen oder so? Irgendwas muss ich doch damit machen können. Nein, 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 nein. Oh, ich bin hoffnungslos verwirrt. Was kann ich tun? Nee, ich komme da so auch nicht durch. Das ist... Hm. Ach, komm schon. Boah, dieses Level. Aber komm schon, ich will das jetzt rauskriegen. Wie ist dieses Level zu verstehen? Hm. Wie ein unsichtbarer Block oder so, der hier rumschwebt. Gibt's ja auch. Gibt es ja auch. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Leute, ich sehe es nicht. Es tut mir leid, aber ich sehe es nicht. Ich werde das Level jetzt einfach mal überspringen. Das geht ja auch. Da muss man nicht die Level zu Ende spielen. Aber ich habe es nicht gesehen. Keine Ahnung, wie ich dieses Level zu lösen hatte. Ich habe es nicht gesehen. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt ein Level von Oscar. Aus Deutschland. Und da ist das klassische Super Mario Bros. Jetzt haben wir alle direkt in dem Park gesehen. Das ist schön, auch wenn wir das Mario World Level... Naja, was heißt wir? Ich war zumindest zu blöd, es durchzuspielen. Keine Ahnung, ob das von euch jemand gesehen hat. Ich habe es nicht gesehen. Und es tut mir wirklich leid. Es tut mir leid, falls ich euch enttäuscht habe. Das ist ein interessantes Level. Wir kommen aber gut durch. Ich mag das Level aber irgendwie. Ich muss es zugeben. Oh, ich wollte gerade fragen, ob ich da überhaupt drauf darf. Das sah nämlich irgendwie verdächtig nach Stacheln aus. Aber es geht. Es ist... Oh. Es geht, in der Tat. Das Beste ist einfach die Musik. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, oder? Ach, großartig. Ja, es ist halt irgendwie auch die ganze Zeit das Gleiche und herausfordernd ist den Punkt, ob es herausfordernd ist, das Kriterium. Das werde ich, denke ich, beim leichten Spielmodus sowieso die kaputt machen. Ja, außen vor lassen, weil leichte Level sind halt meistens, nehme ich an, nicht so anspruchsvoll. Und wir bringen noch den Donkey Kong. Ist das Donkey Kong? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist Donkey Kong, oder? Ich habe mich mit diesen kleinen Figuren noch nicht auseinandergesetzt. Aber, nun ja, ich habe das Spiel halt auch erst seit ein paar Stunden. Ist jetzt direkt quasi die erste wirkliche Game-Aufnahme, ja. Ich bin gespannt auf den weiteren Verlauf. Aber die Mario-Herausforderung, die schaffen wir auf jeden Fall noch in dem Part. Ach hier, Donkey Kong Arcade. Habe ich am Anfang vielleicht... Ach so, ich habe den Titel des Levels nämlich nicht gesehen. Donkey Kong Arcade. Habe ich am Anfang vielleicht irgendwie einen Pilz übersehen? Weil es wird ja mehr Sinn gemacht, den am Anfang zu passieren, ne? The Fly Castle. Mario World? Das liegt nach Mario World. Nein. Tatsächlich ist es Mario Bros. U. Soll ich vielleicht mal beide aktivieren? Das sieht mir nämlich sehr suspekt aus. Oh je. Yeah. Oh, guck mal da. Hätte ich den ersten genommen, wäre ich schon tot. Ach, je. Okay, jetzt haben wir wieder so drei Wege. Wir machen das jetzt mal wie folgt, Leute. Ah, nein, nicht so. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hm. Ach, warte mal. Oh, ich hätte auch von da oben runterspringen können, ne? Nicht gut. Das war nicht gut. Ich gebe es zu. Egal. So, nochmal. Boah, was ich an solchen Leveln echt eklig finde, ist, dass du dann jedes Mal, wenn du verlierst, wieder von hier vorne anfängst und so lange warten musst. Also, Nintendo hat echt was Gutes gemacht, als sie die Checkpoints per Updates dazugefügt haben. Absolut. Okay, der untere war schon mal eine Fehlentscheidung. Dann nehmen wir doch mal den hier. War der gut? Der, weiß ich nicht, ob der gut war. Der war gut! Oh, gut. Oh, gut, gut. Ich hab bestimmt ein paar nice Pilze bekommen. Damn. Ich glaube, da rusht die einfach drüber. Ich denke, wenn ich da einfach drüber springe, dann geht das. Aber das Level, das gefällt mir irgendwie.
muss ich sagen, bis dahin gefällt es mir. Auch wenn es halt echt nervt, wenn du einmal stirbst, dass du hier am Anfang dann die ganze Zeit wieder warten musst. Hätte man am Anfang vielleicht direkt diese Totenköpfe genommen, dann wäre es deutlich schneller gegangen. Das fände ich vielleicht besser. Aber naja, wir schauen mal. So. Ich habe immer so eine tierische Angst, weil ich halt die Game-Mechanik so gar nicht drauf habe, dass ich einfach daneben springe. Okay, so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, schaffe ich das? Schaffe ich das? Nein, ich bin zu weit gesprungen. Es wird nicht an diesem Level scheitern. Auf keinen Fall. Das Level gefällt mir. Es gefällt mir wirklich. Nur die Stelle. Egal, ich krieg das schon irgendwie hin, Leute. Keine Sorge. Wäre doch gelacht, wäre das, ja? Gelacht. Puh, upsala. Gut. Könnte ich das schaffen, wenn ich auf den mittleren gehe? Nee, ne? Mittleren würde ich sterben. Okay. Jetzt bisschen. Oh, oh, ein bisschen vorsichtiger und jetzt muss ich da oben rein. Komm schon, komm schon. Ja, perfekt, geschafft. Okay, 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 okay. Oh, nein, 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 nein. Alter. Ah. Oh Gott. Stimmt, ich kann ja auch einfach so rausspringen. Holy shit, wie viele Kamex hat er denn hier platziert? Hm. Pilz brauche ich, glaube ich. So, der ist wichtig, denke ich. Oh Mann. Egal. Wir kriegen das hin. Es wird machbar sein, garantiert. So. Jetzt wieder abspringen und die Pilze abstauben. Perfekt. Ah, die Stelle, ne, die macht mich irgendwie fertig. Auch wenn die ist mit Sicherheit, die ist gar nicht schwer, aber die macht mich irgendwie fertig. Nein, was? Oh, come on! Der halbe Pixel, der noch gefehlt hat, um da reinzukommen, ey. Egal. Wenn ich alle 100 Leben verbraten sollte, ne? Nein, so schlimm wird's nicht. Dass ich mich auf leicht schon so anstelle, ne? Das ist das Traurige, liebe Freunde. Aber, ich weiß gar nicht, ob dieses Let's Play abfacken wird oder unterhalten wird. Vielleicht auch beides. Oh mein Gott, nein. Nein, 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 nein. Komm ich auf das andere drauf? Jo, oh mein Gott. Das war knapp. So, jetzt aber. Ich warte jetzt, bis das richtig nah ist. Okay. So. Ich denke, wenn ich mich oben halte, dann ist es der beste Weg. Nevermind. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 nein. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Na, da ist das Ziel. Oh. Hätte ich am Ende nochmal gechoked, hätte ich geholt. So, haben wir das Level auch mal geschafft. Oh, aber das Level war gut. Das Level hat mir gefallen. Auch wenn ich finde, dass die Kamex am Ende ziemlich random wieder platziert wurden. Hätte man vielleicht mehr rausmachen können. Aber wirklich ein schönes Level. Ansonsten gebe ich einen Stern für. Ich habe vergessen, dem Donkey Kong Level einen Stern zu geben. Das hätte ich machen können. Das hätte ich machen sollen, vor allem. Das war eigentlich ziemlich cool. Auch wenn es halt, ja, leicht war. Wie der Name schon sagt. Drei Level noch, Leute. Drei Level noch. Von einem Japaner werden wir heute beglückt mit diesem Level. Oh. Mario Brothers. Es regnet Sterne. Gehen wir mal davon aus, die Challenge in diesem Level ist, dass man von keinem Stern getroffen wird. Stark. Naja. Naja. Gut, weiter geht's. Vorletztes Level. Das letzte Level ist, glaube ich, sogar, wie ich gehört habe, immer ein Bowser Castle. Bin ich gespannt. Aus Britannien, Can You Make It von Simon. Mario World. Oh, Fluglevel Mario World. Geht nicht gut, ich glaube, ich habe schon verkackt. Ich kann nicht fliegen in Mario World. Wenn ich etwas in Mario nicht kann, dann ist es fliegen.
in Mario World. Okay, nehmen wir Anlauf. Wo bin ich? Oh, ich kann das so gar nicht steuern, ne? Ich kann das gar nicht steuern. Ich bin echt nicht gut in sowas. Habt euch den falschen für ausgesucht. Ich hoffe, dass den Leuten bewusst ist, dass sie hier auf diesem Kanal keinen Mario-Skill sehen werden. Ah, ach so. Ich muss den Stick nach hinten drücken. Wow, alles klar. Kann ich hier runterfallen? Nein, okay. Gut, ja, dann ist das... Wenn man mit der Spielmechanik klarkommt, ist es, denke ich, recht, wirklich sehr easy. Bin trotzdem einmal gestorben. Nee, zweimal bin ich gestorben. Damn! Aber ich bin noch ein Noob in Mario. So. Gut, letztes Level. Mal schauen, was für ein Bowser Castle erwartet uns. Hoffentlich ein gutes. So, wieder von einer Japanerin. Oh mein Gott. Oh, Pilz. Was haben wir hier? Goomba. Sind wir ein geiler Goomba und... Was? Jetzt sind wir im Block. Gut. Goomba, jetzt sind wir eine Sprungfeder. Was war das? Das war so unfassbar random. Mir hat sich der Sinn dieses Levels nicht ganz erschlossen. Was war das? Egal. Völlig egal. Gibt keinen Stern für. Nee. So. Und. Ja, der Ending Screen. Wir als wunderbares Trampolin. Es tut mir leid. Prinzessin Peach ist in eine andere Festung gebracht worden. Und dafür müssen wir jetzt den Rest unseres Lebens als Dingens fristen. Level Design. Donkey Kong Arcade und das Fly Castle. Die fand ich gut. Doch, die waren in Ordnung. Der Rest war... ich weiß nicht. Fortsetzung folgt. Ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen, für diesen Part. Und wir haben den Donkey Kong Jr. freigeschaltet. Das ist die erste Fragezeichen-Pilzfigur, die ich bekommen habe. Gut. Schön. Sehr, sehr schön. So, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit dem ersten Part des Super Mario Makers in der 100 Mario Herausforderung. Im nächsten Part werden wir uns nochmal an der Normal-Challenge probieren. Da gibt es dann auch doppelt so viele Level. Das war jetzt erstmal nur so zum Einsteigen, ne, damit ihr mal seht, mit, ja, was für einem Noob es hier zu tun hat. Ich kann Mario nicht, ich gebe es zu. Aber ich habe Spaß daran, es zu spielen und ich hoffe, ihr habt trotz allem Spaß daran, es zu gucken. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich bin sehr auf euer Feedback gespannt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Part. Haut raus. Ciao.